Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin eure Tatzi und heute habe ich ein Unboxing für euch. Ich habe es gerade von der Poststation abgeholt. Das Ganze ist von Fansells und es wird in zwei Teile kommen. Genau, es sind zwei Zubehörteile. Prinzip 1, aber zweimal halt und zwei Bilder. Ein kleines und ein etwas größeres. Genau. Ich muss mir einmal kurz die Haare zurückbinden. Das ist mir dann doch ein bisschen zu warm noch heute. Ja, falls ich irgendwie totalen Sprachgulasch habe, dann tut es mir leid. Ich hatte Nacht und habe mich dazu entschlossen, um einen gescheiten Tagesrhythmus reinzukriegen, wie den Tag heute durchzumachen. Ich weiß noch nicht, ob das so eine gute Idee war, aber gut. So, ich werde das jetzt einmal hier auspacken. Ich knistert einmal ein bisschen. So. Das sind die Sachen. Wir widmen uns jetzt diesem hier. Brauchen wir uns ja eigentlich nur einem widmen. Ich werde es aber beide auspacken, um zu gucken, ob die beide korrekt sind. Und vom Gewicht her würde ich sagen, ist das das kleine Bild. Das machen wir jetzt und das machen wir in Teil 2. Das ist ein bisschen größeres Bild, gibt es dann mehr zu sagen. So, gut. Tue ich das erstmal weg. Auch wenn ich gleich im Anschluss gehe, tue ich es zur Seite. So, das Bild tun wir auch erstmal zur Seite. Und wir machen diese tollen Boxen hier auf. Ah, okay. Ich muss mit dem Koffer ein bisschen nachhelfen. So. Einmal. Müll tue ich gleich weg. Eingepackt, sehr schön. Werde ich jetzt nur eins, ja, ich will es ja noch weiter auspacken. Dann haben wir das Geknister hinter uns, knistert nochmal. Ja. Ja. So. Und zwar habe ich hier zwei neue Sortierköfferchen. Mit großen Tic-Tac-Döschen. Jetzt mal einmal näher ran. Genau, ich wollte diese einmal ausprobieren. Da ich mit den kleinen Tic-Tac-Dosen nicht so zurechtkam und die Koffer mit den runden Döschen ja doch relativ kostspielig sind, finde ich zumindest. Genau, kann man den Deckel abmachen. Die Öffnung ist allgemein ein bisschen größer und die sehen auch relativ groß an sich aus. Und ich glaube, ich muss die Terrassentür doch einmal zumachen, weil jetzt jemand da sich dazu entschließt, Rasen zu mähen. Einen Moment. So, es kann weitergehen. Ich hoffe, es ist jetzt besser zu ertragen. Jetzt hört man höchstens noch die Spülmaschine im Hintergrund. Wir haben hier jeweils ein Blättchen mit Sticker noch dabei. Finde ich sehr schön. Die sind relativ einfach zu öffnen, aber auch nicht zu leicht. Also man muss schon ein bisschen Druck aufwenden, um die zu öffnen. Finde ich sehr gut. Ich bin mir gerade nicht mal ganz sicher. Ich meine, das wäre eine 32er Box. Wir haben hier 4. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 16, 24, 32. Ja, das sind 32er Boxen. Finde ich ganz gut. Für Snackbilder auf jeden Fall ausreichend. Da die Döschen auch relativ groß sind, wird da auf jeden Fall ein Tütchen reinpassen. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Qualitativ kann ich nicht meckern. Ja, okay, der ist ein bisschen... Na doch, geht leicht zu, aber nicht so leicht auf. Das ist gut. Gucke ich hier nochmal einmal kurz rein. Das sieht aber auch alles hervorragend aus. Genau. Ich werde mir später wahrscheinlich ein Bildchen aussuchen und das einsortieren werde ich dann wahrscheinlich irgendwie auf Insta oder sowas dann zeigen, wie das
einsortiert aussieht. Hier haben wir auch wieder so ein Blättchen mit Stickern dabei. Genau. Finde ich ganz praktisch. Ja, so viel zum Thema Transport. Ach, Transportboxen sage ich schon. Sortierboxen. Entschuldigt mein Sprachgulasch. So lange am Stück wach bleiben tut definitiv nicht gut. So viel zu dem Thema. Ja, aber ich bin echt zufrieden damit. Was haben wir hier? Oh ne, da, die hat ein bisschen gelitten. Ich halte das mal näher ran. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Hier ist auf jeden Fall, ja, je nach Lichteinfall, ist ein dicker Riss drin. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Aber gut, ich meine, Fansales, die Sachen kommen aus China? China, ja. Und das ist eine lange Reise, die sind in sämtlichen Transportern, die haben Flugweg, alles Mögliche. Genau, und die Außenbox ist halt wirklich, wie man hört, einfaches Plastik. Da kann schon mal ein Riss entstehen. Der Riss, ne, kann man kleben oder so, der ist jetzt auch nicht so gravierend, finde ich jetzt. Einfach hier so ein bisschen mit Tesa abkleben, dann hält das schon. Bin ich guter Dinge. Wäre jetzt ein ganzes Stück rausgebrochen, wäre das wieder eine andere Geschichte, aber so bin ich da guter Dinge. Ist ja auch nur bei einer Box so. Von daher alles super. Dann tun wir die einmal zur Seite, weil wir haben hier ja auch noch ein kleines Snackbildchen. Genau. Ich habe das Gefühl, ist gerade ein bisschen überlichtet, die Kamera. Ja, egal. Gucken, geht das so auf? Schwierig, aber es klappt. Ah. Mehr oder weniger. So. Es ist nochmal zusätzlich eingepackt. Finde ich auch sehr gut. Dann kann ich die Außenhülle nicht wegtun. Genau. Es ist ein kleines Snackbild. Ich fand es aber wirklich sehr, sehr niedlich. Naja, raschelt einmal. Tut mir leid. So. Wir gucken erstmal hier. Wir haben ein einfaches Toolkit mit einem rosa Stiftchen, einem grünen Schiffchen und ein kleines Blättchen Wachs. Genau. Kommt in meine Toolkit-Kiste. Ich habe mittlerweile einen eigenen Karton, wo ich meine ganzen Toolkits reinschmeiße. Wir haben runde Steinchen in Zipptütchen. Finde ich auch sehr toll. Ich hole mal einmal ein Zipptütchen raus, bevor wir uns das Bild angucken. Nämlich hier mit der meisten Farbe. Wir haben da drauf stehen die Laufnummer. Laufnummer ist diese hier und die DMC-Nummer haben wir auch draufstehen. Das wird wahrscheinlich, ja, also wir haben bei den Steinchen, ich hole euch mal einmal näher ran. So, besser. Wir haben hier bei den Steinchen, na, Autofokus, ja, wir haben da die Laufnummer drauf, die DMC-Nummer und die Bildnummer. Alles schön hier drauf. Genau. Die Zipptütchen sind auch relativ stabil, gefällt mir. Und die Steinchen, die sehen echt super aus. Sehen gleichmäßig aus. Ich sehe keine Löcher, ehrlich gesagt gerade. Ich hole noch mal eine dunklere Farbe raus. Ich auch keine. Ja doch, bei dem Braunton sieht man. Ja, Autofokus, willst du? Ja, da sieht man kleine Löcher. Also es sind doch Acrylsteine. Ich dachte schon. Aber für den Preis, ich glaube, das waren 3 Euro noch was. Wenn mich nicht alles täuscht, ich werde es auf jeden Fall euch verlinken,
Habe ich auch keine Hartsteine, ehrlich gesagt, erwartet. Wir haben einige Farben. Wir haben hier braun, verschiedenste Brauntöne. Wir haben aber auch ein Gelb. Wir haben lila Töne. Wir haben hier noch ein Blau mit drin. Wir haben hier so ein schönes Weinrot drin. Also wir haben ein bisschen Farbe. Wir haben aber auch sehr viele bräunliche Töne. Und ein großes Päckchen von dieser Rosa. Genau, das ist ein ganz helles Rosa. Ist die 819. Genau. Also wir haben doch schon einige schöne Farben. Jetzt kommen wir auch zum Bild. Dafür nehme ich euch mal wieder ein bisschen runter. Sollte so eigentlich genügen. Das Bild hat einen kleinen Riss in der Leinwand. Wenn man es erkennt. Ja. Ja. Ist nicht schlimm, ist der Außenrand. Wir haben ein Bild 30x40 und ich fand es wirklich schön. Ich mache mal einmal die Folie wieder richtig drauf. Ganz aufgeregt, ein bisschen glatt wird. So, das ist das Motiv. Ich hole euch noch mal ein Stückchen raus, dass ihr es auch im Ganzen seht. Ich finde das wunderschön, halt mit diesen Blumen, die Biene, man sieht hier die Honigwaben. Das hat mir so super gefallen. Zum einen finde ich halt, jetzt kommt der Sprachgulasch wieder. Tut mir leid. Nee, auf jeden Fall, ich finde das Bild sehr aussagekräftig. So, ne? Dass wir die Bienen einfach brauchen. Auch nicht unbedingt wegen dem Honig, sondern einfach auch wegen den Blumen, wegen der Natur, dem Sauerstoff. Bienen sind wichtige Tierchen. Auch wenn Bienen nicht gerade meine größten Freunde sind. Trotzdem, finde ich, sind Bienentiere, denen man auf jeden Fall Respekt gegenüberbringen muss. Genau, die man schützen muss. Und ich finde halt, das Bild passt da ganz gut zu, finde ich jetzt. Ich habe hier immer noch ein bisschen... Ja, jetzt ist die Luftblase weg. Ich fand es auch einfach niedlich, das Bild. So, muss ich einfach mal sagen. So, das ist halt wirklich ja, schön. Wir haben einen fotorealistischen Druck und wir haben allgemein, ja, okay, ein paar Symbole sind nicht so gut zu erkennen wie das B. Das B haben wir zum Beispiel hier in der Blume. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennt, aber das B ist relativ schlecht zu erkennen. Ansonsten muss ich sagen, ist der Druck recht gut zu lesen. Also man erkennt alles. Genau. Wir haben kaum rundes Raster. Nur vereinzelt bei ein paar kleinen Farben. Ja, wie gesagt, wir haben einen fotorealistischen Druck. Da bin ich echt Fan von geworden. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Die Klebekraft. Die ist hervorragend. Kann ich nicht meckern. So, wir kommen zur Größe. Ich schätze mal, dass 30x40 die Leinwandgröße sein wird, aber wir messen einmal nach. Wir haben hier 35 mal 24,5. Also 30x40 Leinwandgröße finde ich aber auch gar nicht so schlimm. Genau. Wie gesagt, ist von Fansets. Wir haben 22 Farben und wir haben nur Zahlen und Buchstaben. Finde ich auch sehr schön. Ich muss sagen, so, ich war erst gar nicht so Fan von runden Steinen. Eckig sieht besser aus oder so. Aber mittlerweile klebe ich auch ehrlich gesagt echt super gerne auch mal
Bilder mit Unsternchen. Ist relativ entspannt, geht auch schneller, ist eine nette Abwechslung auf jeden Fall. Und dieses Bild wird wirklich definitiv sehr niedlich. Glaube ich fest dran. Genau, das war's zu diesem Bild. Also Teil 1 haben wir das Bild und diese tollen Köfferchen. Genau. Eine Paint-Probe werde ich jetzt nicht machen, weil ich habe noch genug Bilder in Arbeit und jetzt noch mal eins anzufangen. Das fühlt mir ein bisschen zu viel. Also jetzt bei der kompletten Fan-Sales-Bestellung wird es keine Paint-Probe geben. Auch nicht in Teil 2. Weil ich weiß ganz genau, fange ich Teil 2 an, dann bleiben meine anderen Projekte still liegen. Aber seid gespannt, wenn es rauskommt. Genau. In dem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video trotz meines Sprachgulasch und mein bisschen verwirrt sein trotzdem gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Über Kommentare freue ich mich auch jederzeit und drückt auch gerne den roten Button. Ist vollkommen kostenlos. Und wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, verpasst ihr kein Video mehr. In dem Sinne sage ich bis zum nächsten Mal und tschüss.